Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, liebe Mithörende, Mitsehende und Mitdenkende. Wir haben heute ein Podium zum Thema soziale Garantien. Das ist ein Thema, was alle, viele Menschen weltweit bewegt. Es geht darum, wie können Menschen ihre Existenz sichern, ihre gesellschaftliche Teilhabe absichern. Wie kann das in Deutschland passieren? Wie kann das weltweit passieren? Steht die Frage, wie können wir Schritte zu dieser Vision hin entwickeln? Wer blockiert diese Schritte? Welche Bündnispartner können wir gewinnen? Und wir haben natürlich auch einen Special Guest zu dem Thema, nämlich Renana Yabala aus Indien, die uns selbstverständlich auch noch erzählen wird, wie die soziale Situation in Indien ist und welche Projekte in Indien auch bereits angegangen werden, um die soziale Garantien für alle Menschen zu erreichen. Ich möchte noch mal kurz verlesen, wer heute da ist bei dem Podium. Renana Yabala aus Indien, herzlich willkommen. Wir haben Renate Wappenhensch von der IGBAU aus Deutschland da. Wir haben Dagmar Paternoka von ATTAC, Arbeitsgruppe Genug für alle und soziale Sicherungssysteme. Wir haben Hinrich Garms von der Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre Lebenslagen. Wir haben Klaus Seitz von Brot für die Welt und Michael Levedag vom Netzwerk Grundeinkommen. Wir hoffen, dass noch Ute Fischer dazu stößt. Sie wollte heute mit teilnehmen. Eventuell gibt es da ein technisches Problem. Wir werden schauen, wie das funktioniert. Herzlich willkommen an alle. Wir haben wie folgt den Ablauf geplant des Podiums, dass wir zuerst Renana bitten, etwas über die soziale Situation in Indien uns nahezubringen, kurz zu erläutern und dann auf die genannten Fragen, die ich vor uns nannte, einzugehen. Nämlich, was ist Ihre Vision von sozialen Garantien? Welche Schritte könnte sich Renana vorstellen, wie wir dieser Vision nahe kommen? Welche Experimente gab es bereits in Indien, um diese Schritte zu gehen? Und welche Möglichkeiten sieht sie mit anderen Bündnispartnern in Indien bzw. auch global zu gehen, um in Richtung soziale Garantien zu gehen? Und wo sieht sie Blockierer für eine mögliche Entwicklung zu den sozialen Garantien? Das wäre ein Einstiegsinput. Renate habe ich gebeten, 10 bis 15 Minuten maximal zu sprechen. Und dann würden wir Renate bitten und Dagmar bitten, ähnliche Fragen aus ihrer Sichtweise zu diskutieren bzw. hier zu erläutern. Wir hätten dann untereinander die Zeit, kurz diese Inputs zu diskutieren, 10 Minuten. Und dann würde ich vor Kurzintervention Hinrich Garms, Klaus Seitz und Michael Levedag die Möglichkeit geben, ihre Sichtweise einzubringen, sodass wir dann zusammen noch eine abschließende Diskussion auch mit den Teilnehmenden und Zuhörenden und Mithörenden und Mitsehenden in die Wege bringen können. Liebe Renate. Sorry. Geht los, ja. Can you hear me? Yes, yes, it's working. Okay. Thank you very much. Okay. So, thank you very much for inviting me. And especially, I was reading what this video podium is about. And I'm really, it really matches with all that we are doing, or that we are thinking of the direction in which we need to go in India. I would like to start with the social situation in India as far as social guarantees are concerned. First, it's important to know that in India, only 10% of people work in what is called the formal sector. Erstens, es ist wichtig zu wissen, where there is a formal employer-employee relationship. And can I just ask something, Rana? Do you want me to stop for the translation or should I keep reading? Keep going. Should I stop for the translation or should I just keep going? That was a question. Should I be stopping for the translation or should I just keep going? You can just stop the translation for while you're speaking or mute it if you can, but just stop it and open it again if you need it. All right.
Okay. Sorry. I'm sorry I interrupted. I'm not. It's a new format for me. So what I was saying was that only 10% of people work in what is called the formal sector, where social benefits are linked with employment, where there's an employer-employee relationship, which are legally guaranteed. And these people who work in the formal sector, they get a lot of coverage of social guarantees, old age coverage, maternity benefits, sickness benefits, accident insurance, and many other things. However, 90% of people do not have these employment linked benefits. They are what we call informal employment, and they are part of what is called the informal sector. Of these, about 50% are self-employed, and the largest number, 60%, are in agriculture. Many of them are what's called small farmers who work the land, but there is not enough, they don't earn enough from the land. In the cities, we have small businesses, small shops, vending, street vending, people who sell on the street, family manufacturing. And the rest, people are employees in some way. They earn a wage, but they have no guarantees. They work in casual work, contract work, daily wage earners. So we can say that 90% of people don't have real anything, a social guarantee linked to employment. And also the incomes are usually very low. We do have a minimum wage. Many people earn below the minimum wage. Many people just earn the minimum wage. And so we have a very high level of poverty in India. Now, those who are not covered by employment guarantees, they are covered by many government schemes. So the government of India does invest, does spend a lot of money on social guarantees. However, there are many, many gaps. First of all, these schemes, there are too many schemes. The central government alone has over 1,200 schemes. Each state has its own schemes. And we did a study and we found that in just one small village, there were 323 schemes, but still the people were very poor. What are the main schemes? I just talked three. One is subsidized. Rural people, a rural family is supposed to get 100 days of work. However, this scheme is very, very poorly implemented. And the average is that they would get maximum 20 days or so of work. The third types of schemes, and that's many of them, are cash transfers, where cash is transferred to people. And the biggest one of that is pensions to those below the poverty line. But those, again, are very small. And then there is a free public health system. However, our public health system is, the government does not invest enough. So it is a very patchy health system. And 80% of spending is on private health care. We also have a free education system up to school level. Again, it's very patchy, and about 50% of people spend money on private. Perhaps one of the worst things that happened in this COVID situation, pandemic situation, and which really brought out the lack of social guarantee, was that in India, there are a lot of migrants from rural to urban areas. And during the lockdown, we had 2 months of complete lockdown. During the lockdown, these migrants had no work, no income, no support at all. And they began starving. They couldn't pay rent. And many of them, there was no transport. So many of them began walking home to their rural areas. And they walked hundreds and hundreds of miles. And they weren't a small number. An estimate is that a minimum of 30 million such people
such migrants had to walk home. Many of them, some of them died during the way, just out of lack of food and lack of water. Now, I come from a trade union called SEVA of women in this informal economy. And we have worked with many, many of these government schemes. We have about just under 2 million members in India who are our women members. That was the last year's count. And we find that many of these schemes do not really work. There are a number of reasons for that. One is that there are a lot of conditionalities which many people cannot meet. Then there is a lot of corruption. And there's siphoning off of a lot of money from these schemes. So we have proposed that the most effective way would be to give people cash directly in their bank accounts. And that is something that we would like to talk about. But first, what is our vision as SEVA, as a trade union of informal workers and of the poor? What is our vision? Our vision is that everyone should have a certain minimum income which meets their basic needs. They should have good quality healthcare, good quality education, and some schemes which would help them get an income during their old age. So their old age is provided for. If this was there, then we definitely would be rid of poverty in our country. And people would have a chance to be creative and to look well to the future. We feel that income, the minimum income, most of it needs to come from some form of employment. And we see the economic structures that we have in India are not putting people at the center. So employment has become a major, major issue in India because people are not getting enough employment. However, I will not go into that. I wanted to say we need to provide health, education, and old age benefit. That's something the government needs to provide. And we feel that partly the minimum income needs to be provided through some form of basic income. Now, there are a lot of arguments in India against basic income. And one of these is that it will affect the employment. We in SEVA did three experiments, of which the largest pilot experiment was of 20,000 people in the rural areas. And what did we find? We gave them a small amount of basic income for the whole village during the year. And we were also not very clear. We were not at all sure that it would be useful. But what did we find? We found that the basic income can be transformative. It did not decrease employment. On the contrary, in some places, it increased employment income. Because the farmers, for example, invested in assets. Some people bought livestock. Some people bought sewing machines. And they all increased their employment income. Another argument is that if you give people cash, they will waste it. We found that there was no increase in either alcohol or tobacco consumption. On the contrary, people spent, and we found at the end of the experiment, people had better health, better nutrition, and surprisingly, better girls' education. They used some of the money to send the girls to school. And perhaps most heartbreaking was that we found that there were some people, men and women, who had become bonded laborers. They were tied to the employer, but they could use their basic income to become free. And there was more equality for the disabled and the elderly who had no income. So I think our experiment had broken the barrier that people had against cash transfers and basic incomes. And it is being considered much more in India. However, there are some issues. One issue is that the government feels that they may have to spend too much if they did a basic income. And
the second issue is, should it be targeted or should it be universal? And I won't go into all the discussions here, but we feel it should be semi-universal. I'd like to say that we have this vision, as I told you, of a universal public health where much more is spent by the government on health and education. But we also have this vision of the minimum income through better employment and basic income. We see a lot of opposition to the basic income idea because people want to increase the subsidized food. They feel that subsidized food is the way to go. Other people want to increase the work guarantee. And also, as I told you, a lot of money goes into the 1,200 schemes, but politically, it's very difficult to stop any scheme because politicians use the scheme to get votes. And also, since there is a lot of corruption, people are earning from it. In healthcare, we have very powerful private health lobby who is not very keen for the public healthcare to expand. So I think we have a very strong opposition to this kind of universal social guarantee. However, I would like to end on a more positive note, which is that the COVID situation has seen a really, really tragic situation in India. Many people have gone hungry because they are not able to earn. Many people could not spend on medicines, on education, on many things because they are still not able to earn. They lost many have gone into debt because they finished their savings. But what has come out clearly, I think, and hopefully this will help for the future, is that everyone now understands the need for a better public health system and for more investment in public health. And everyone understands the real need for cash transfers, because where there was a possibility of cash transfers, the families were able to survive. But where there wasn't, the families, as I was telling you about the migrants, they had to leave their place and walk hundreds of miles to get home. So I hope I have laid out some vision for us, for India. And as I said, we hope that in the future, and because we have gone through this terrible situation of illness on the one hand and total lack of income on the other, that governments will now have a system where there will be both better healthcare and a minimum income. Thank you so much. Herzlichen Dank, liebe Renata, für deine interessanten Einblicke, was die indische Situation betrifft, auch für deinen Bericht über die indischen Projekte zum Basic Income und vor allen Dingen auch über die Schilderung, wie dramatisch die Situation für einige Menschen oder für viele, sehr, sehr viele Menschen in Indien ist. Herzlichen Dank für deine kurze Einführung. Ich würde jetzt Ute Fischer bitten, kurz ihre Position zu dem Thema und zu den Fragestellen, die wir vorher gemeinsam erarbeitet haben, uns zu übermitteln. Dann noch folgt noch Renate Wappenhensch und Dagmar Paternoga. Und dann kommen wir kurz 10 Minuten ins Gespräch untereinander und dann, wie angekündigt, die Kurzintervention. Herzlich willkommen, Ute Fischer. Ja, hallo zusammen. Ronald, entschuldige bitte, ich habe technische Probleme gehabt und deswegen einen großen Teil der Einführung gar nicht mitbekommen und auch leider Ranana gar nicht nur zum Schluss gehört. Insofern meine Bitte, wenn die beiden anderen jetzt erstmal weitermachen, kann ich mich besser reinhören und mache dann einfach am Ende mein Statement dazu. Ich denke, das ist vollkommen okay so. Da würde ich sagen, Renate, könntest du dann mit deinem Part beginnen? Okay, danke dir. So, jetzt. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, ich bin Renate Wappenhensch und ich vertrete die Frauen der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt. Die Frauen der IGBAU haben vor etwas mehr als 10 Jahren eine Zukunftsdiskussion begonnen zu der Frage, wie wollen wir denn leben? Und weil die Frage sehr komplex ist in sich, dann haben wir die damals jedes Jahr in Schwerpunkte eingegliedert und haben die in die Aspekte Arbeit, Geld, Glück, Zeit, Freiheit und jetzt aktuell natürlich auch Digitalisierung eingegliedert. Wir sind damals nicht wie vielleicht gedacht über das Thema Geld, sondern über das Thema Zeit auf viele Argumentationen gestoßen, auch in Anbetracht des Beschleunigungsforschers Hartmut Rosa, der sagt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für ihn in allen Bereichen einen Grundplatz in der Gesellschaft sichern könnte. Und wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Die gesellschaftlich notwendige Arbeit in unserem Land, ja, die gliedert sich ja im Grunde in 3 Bereiche. Die gliedert sich in die Erwerbsarbeit, die unbezahlte Arbeit im privaten Bereich und in zivilgesellschaftliches Engagement. Die unbezahlte Arbeit in der Familie ist ja die Arbeit, die erst einmal die Voraussetzung schafft, dass die Erwerbsarbeit und die ehrenamtliche Arbeit überhaupt funktionieren können. Dennoch wird, und das passiert auch in der Gewerkschaft oder in den Gewerkschaften, dass der Arbeitsbegriff sich nur auf die Erwerbsarbeit grenzt. Die unbezahlten Leistungen in unserer Gesellschaft, die hauptsächlich von Frauen ausgeführt werden, werden oft oder in der Regel überhaupt noch nicht einmal als Arbeit bezeichnet. Die soziale Sicherheit ist also in unserem Lande an die Erwerbsarbeit und an das Erwerbseinkommen gekoppelt. Allerdings ist es auch so, dass jeder 5. Beschäftigte in diesem Land im Niedriglohnsektor arbeitet. Und nicht einmal jede 2. Frau in der Lage ist, langfristig ihren eigenen Unterhalt, für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen. Und wie auch Renana schon sagte, was sehr beeindruckend war, dass die Menschen nach dem Projekt, nach diesem Projekt des Grundeinkommens in Indien, dass es eigentlich viel mehr Arbeit geschaffen hat. Und auch wir sind der Meinung, die IGBAU-Frauen, dass Menschen wahrscheinlich sehr kreativ und mutig sein würden, wenn sie von dem Druck, auch ihre Arbeitsleistung für jeden Preis verkaufen zu müssen. Daher haben die Frauen in der IGBAU 2016 sich auch einstimmig für ein BGE ausgesprochen, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Allerdings für ein Grundeinkommen, das auch von uns mitgestaltet wird und kein neoliberales Modell. Also diese neoliberale Geschichte mit diesem neoliberalen Weiter-so, die lehnen wir grundsätzlich ab. Wir sind der Meinung, dass dieses Wachstum nach oben irgendwo gestoppt werden muss. Wir sehen, wo wir stehen in unserer Gesellschaft und Covid-19 hat uns jetzt nochmal gezeigt, dass mittlerweile viel mehr Menschen Angst um ihre Existenz haben als vor dem Virus. Genau. Digitalisierung nochmal zusätzlich, die verändert auch nochmal die Arbeitswelt. Es gibt natürlich, wird es ein paar neue qualifizierte Jobs geben, aber ganz viele sehen wir, dass sie auf der Strecke bleiben. Und Vollbeschäftigung, sofern es überhaupt je gegeben hat, ist unter diesen bestehenden Bedingungen und in absehbarer Zukunft eher utopisch. Die offiziellen Zahlen der Arbeitslosenstatistik, die verschleiern auch die tatsächliche Arbeitslosigkeit in unserem Land. Und sehr schnell können die Menschen in Situationen geraten, dass sie auf Hartz IV angewiesen sind. Der soziale Status geht dabei völlig verloren. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist nur noch eingeschränkt möglich. Und der Weg zurück in diese alte Gesellschaft, die die Menschen vorher hatten, ist oft verwehrt, und zwar völlig.
auch wird der gesetzliche Mindestlohn vielfach unterlaufen und die Ausbeutung in diesem Land blüht auf. Der Leistungsdruck und die Not, die beherrschen das Leben der erwerbstätigen Menschen und die psychischen Belastungen und Erkrankungen bis zum Burnout nehmen zu. Ich glaube, über 40% waren es in den letzten 2 Jahren. Und die tariflichen und die arbeitsvertraglichen Bedingungen und die realen Arbeitszeiten, die klaffen ganz weit auseinander. So, die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums spaltet unsere Gesellschaft enorm. Das reichste Prozent der Bevölkerung verfügt über 30% des privaten Vermögens. Und auf der anderen Seite gehören die Menschen, die betteln, leere Flaschen sammeln, mittlerweile zum Alltagsbild. Wir akzeptieren das. Wir bauen sogar schöne Ringe um die Mülleimer, damit die Menschen nicht mehr in den Mülleimern kramen müssen, sondern es auch noch einfach haben. Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Und dieses gegenwärtige Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist sehr menschenverachtend. Es zerstört unsere Lebensgrundlagen, unsere Umwelt. Wir sehen das aber auch bei dem Verbraucherschutz. Wir schauen uns nur mal diese Königsgeschichte an, die Fleischverarbeitung und wie wir mit der Natur, mit der Umwelt und mit den Tieren und auch mit den Menschen umgehen. So, die scheinbaren Alternativen von einigen Populisten, die werden immer gefährlicher. Und dafür ist es echt Zeit, dass wir eine wirkliche Lösung finden. Und dafür stehen die Frauen der IGBAU für ein bedingungsloses Grundeinkommen als Teil einer Lösung. Wir brauchen zusätzlich eine 30-Stunden-Woche und wir brauchen einen gesicherten Mindestlohn im ganzen Land von etwa 15 Euro. Die Arbeit muss sich nach wie vor lohnen. Der Meinung sind wir auch. Aber es darf keine, Menschen dürfen nicht aufs Abstellgleis gesetzt werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Renate. Eine kurze Nachfrage und dann gebe ich einen Hinweis für die Mitsehenden und Mithörenden. Ich hatte auch die Frage gestellt, wo siehst du Blockaden? Wer blockiert solche Visionen, solche Schritte in Richtung der Umsetzung dieser Vision? Und wo siehst du Bündnismöglichkeiten, um eure Vision durchzusetzen? Blockaden sehe ich einfach darin, dass sehr viele Menschen gar nicht wissen, was sich hinter diesem bedingungslosen Grundeinkommen überhaupt verbirgt. Viele sehen nur oder kennen nur die neoliberalen Modelle. Das will kein Mensch. Natürlich will keiner über die Mehrwertsteuer finanzierte Modelle haben. Also wir sehen natürlich tatsächlich die Blockaden in der Unwissenheit, in der Unaufgeklärtheit der Menschen. Jetzt habe ich deine zweite Frage nicht verstanden. Welche Bündnispartner seht ihr als IGBAU-Frauen bei der Durchsetzung eurer Vision, eurer Schritte zur Umsetzung dieser Vision? Wir sehen tatsächlich Bündnispartner im Netzwerk Grundeinkommen. Wir sehen Bündnispartner auch innerhalb unserer Gewerkschaften. Es gibt sehr viele Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, die mittlerweile sehr stark sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen, aber auch in den Menschen selbst. Okay, herzlichen Dank, Renate. Bevor ich dann Dagmar bitte, ein Hinweis an alle Mithörende und Mitsehende. Ihr könnt in dem Stream-Chat Fragen stellen. Ihr könnt Anmerkungen, Kommentare abgeben. Die Werner Reetz begleitet uns, was die Chat-Frage betrifft. Die Werner Reetz uns dann hier weitergibt in unsere Runde. Also seid ermutigt, schreibt Kommentare in den Chat, schreibt Fragen auf. Wir werden sie dann hier aufnehmen. Dann reicht sie dann weiter. Ich bitte jetzt um deine Position und deine Präsentation, wie du dir die Vision eines von sozialen Garantien vorstellst. Wie kommen wir dahin? Welche Blockaden gibt es? Welche Bündnispartner siehst du? Bitte, Dagmar.
Ja, vielen Dank, Ronald. Ich grüße euch erstmal alle. Ganz besonders herzlich Renala, die uns aus Indien zugeschaltet ist und die mal wieder so einen Aspekt reinbringt, wie es ja auch außerhalb Deutschlands aussieht. Ich habe meinen Beitrag überschrieben mit einer Zeile aus einem Lied. Es macht sich machtvoll die Tendenz des Todes breit. Wir stehen dagegen und wir haben nicht viel Zeit. Das ist nicht von den Fridays for Future, sondern von den Schmetterlingen aus den 70er Jahren. Ich möchte für meinen Beitrag mal so einen anderen Blick richten, auch für eine Zukunftsperspektive, und zwar den Blick auf die Potenziale. Wenn ich die Bewegungszyklen in den letzten 20 Jahren anschaue, erkenne ich darin Suchbewegungen weltweit von sozialen Bewegungen nach einem guten Leben für alle. Nach der Wende und dem Ausrufen des Endes der Geschichte und dem scheinbar nicht aufhaltbaren Siegeszug des Neoliberalismus und zum Teil auch der Lähmung der politischen Linken schien politisch erstmal alles stillzustehen. Aber unerwartet gab es eine Stimme 1994, und zwar am 01.01.1994 mit dem Start des NAFTA-Abkommens, meldete sich aus dem Regenwald in Mexiko eine indigene, ziemlich abgeschirmte Gemeinschaft, die Zapatisten. Und die haben gesagt, basta, es reicht. Eine andere Welt, in der viele Welten vorkommen, ist möglich. Damit war der Auftakt gesetzt für weltweite globalisierungskritische Protestbewegungen. Ich nenne nur Stichworte Cirkel Genua, die Gründung von ATTAC. Aber später, 2010, Arabischer Frühling mit weltweiter Ausweitung. Danach, ein Jahr später, die Occupy-Bewegung. Wir erleben ein Wiederaufleben der Frauenbewegung. In 2018 alleine waren 5,3 Millionen Menschen auf einer Frauendemo in Spanien unterwegs. Das Gleiche hat sich in den USA, den vielen Ländern abgespielt, ausgehend von Lateinamerika. Die dortige Frauenbewegung ist besonders aktiv. Dann in Kürze, ich nenne nur Schlaglichter, ich kann nicht alles aufzählen, was es da gab, da wäre mein Beitrag zur Zeit zu Ende. Ich mache nochmal ein Schlaglicht, Fridays for Future. Hat auch niemand mitgerechnet, dass sich plötzlich Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten zusammentun und streiken. Weil ein Mädchen in Schweden sich hingesetzt hat, Greta Thunberg, und hat gesagt, ich streike. Und im Nullkommanichts war es eine weltweite Bewegung, was wirklich ein Jahr vorher, glaube ich, niemand vorausgesagt hätte. Jetzt aktuell macht die Black Lives Matter Bewegung, vor allen Dingen seit dem Tod von George Floyd, auf sich aufmerksam. Aber auch die Grundeinkommensbewegung, die ja immer wieder in verschiedenen Wellen, in Deutschland, Europa, im südlichen Afrika, in Lateinamerika, aber auch in Indien, Pilotprojekte startet, dann scheint es kurz vor dem Abschluss der Regierung zu sein, wird das alles wieder zurückgedrängt. Aber auch die Grundeinkommensbewegung macht wieder Action seit Corona. Also wir haben das jetzt gehört von Renala, was in Indien los ist. Wir wissen aus Namibia und Südafrika, dass die Bündnisse für ein Basic Income sehr aktiv sind. Es in Namibia wahrscheinlich jetzt bald wirklich die Einführung eines Basic Income gibt. Und in Südafrika der Druck auf die Regierung so stark ist, dass die Entwicklungshilfeministerin Südafrikas gesagt hat, ich stelle einen Antrag an die Regierung, dass wir ein Basic Income, ein Grundeinkommen einführen. Was ich noch kurz erwähnen möchte, ist die Via Campesina. Die haben sich 1992 gegründet, ausgehend von Lateinamerika. Das ist ein internationales Bündnis von Kleinbauern, Landarbeitern, Fischern, Landlosen und Indigenen aus über 80 Ländern. Auch Deutschland hat mit der RBL Kleinbauern dabei, die sich vor allen Dingen für Ernährungssouveränität einsetzen.
und die auch ihre Rechte auf Land, auf Ernährung zum Teil in die Tat umgesetzt haben, indem sie auch Land besetzt haben. Nicht zu vergessen, die Migrationsbewegung. Auch hier sind Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben. Obwohl das meist politisch gar nicht bewusst ist, nehmen sie sich das Recht auf Bewegungsfreiheit. Ich denke, dass diese Suchbewegungen unterschiedlichster Akteure, die zum Teil ja auch widersprüchlich sind, aber doch letztendlich der Frage nachgehen, wie kommen wir zu einem guten Leben? Und auch die Frage, was Renate gerade auch ansprach, das kommt immer wieder in Grundeinkommensveranstaltungen. Wie wollen wir denn leben? Wir brauchen die Verwirklichung der Menschenrechte weltweit, die Durchsetzung von globalen sozialen Rechten. Wir brauchen die bedingungslose Absicherung der Existenz und Teilhabe von allen Menschen auf der Welt. Wir müssen global denken und deshalb brauchen wir nicht nur in einzelnen Ländern ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern wir brauchen ein universelles Grundeinkommen, ergänzt durch soziale Infrastruktur weltweit. Schritte zur Umsetzung. Also wir von der TAG beteiligen uns an vielen Kämpfen und versuchen auch da Vernetzung nicht nur in Deutschland, sondern europäisch und international beizutragen. Das können Mieterbewegungen sein, das können Kämpfe um ein kostenloses Gesundheitssystem sein, um ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem, um das Recht auf Gesundheit, das die Public Health Bewegung fordert. Wir brauchen die Bereitstellung von sozialer Infrastruktur für alle, also auch Bildung, Gesundheit, Mobilität, Wohnen, Energie, jetzt auch Digitalisierung. Und wir brauchen Wege, handfeste Wege für eine sozial-ökologische Transformation, auch im Hinblick auf die Rechte kommender Generationen. Zivilgesellschaftlichen Druck aufbauen, damit Politik sich bewegen muss. Wobei kleine Schritte, wenn sie in die richtige Richtung zeigen, wie zum Beispiel die Einführung einer Kindergrundsicherung in Deutschland, ein Sabbatical oder ein Basic Income für die Ärmsten in den Ländern des Südens, auf dieser Welt bereits Erfolge darstellen. Es müssen aber Maßnahmen sein, die in die Richtung zeigen, hin zu einem universellen, bedingungslosen Absicherung für alle. Ja, wer oder was blockiert? Blockiert wird die Entwicklung, kurz gesagt, von den meist Regierenden, von mächtigen Konzernen und allen, die Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. Und dazu gehören halt auch, ich will das nicht böse ausdrücken, aber viele Menschen glauben, dass sie oder ihnen wird eingeredet, dass sie durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ihre Arbeit verlieren. Das natürlich absoluter Humbug ist, aber dieses Denken, wir müssen Erwerbsarbeiten, steckt schon tief in den Köpfen, was Renate ja auch gerade gesagt hat. Allerdings ist das bei den Gewerkschaften im südlichen Afrika anders. Die sind vehement für ein Basic Income. Ja, welche Bündnisse sind nötig? Es ist nötig, zivilgesellschaftliche Bündnisse zu vernetzen, damit wir auch erkennen, dass wir an einer gemeinsamen Sache teilhaben wollen und nicht uns gegeneinander ausspielen lassen. Wir müssen global denken in Richtung ein gutes Leben für alle Menschen unter Wahrung der Natur. Manchmal gibt es kurzfristig für einzelne Forderungen auch Möglichkeiten, mit Einzelpersonen in Parteien, zum Beispiel zum Grundeinkommen, mit Gruppierungen in Gewerkschaften, wie zum Beispiel die IGBAU-Frauen und Bündnissen, die einen Schwerpunkt haben, wie zum Beispiel die Gesundheitsbewegung, wo wir jetzt bei ATTAC auch in einem Bündnis mitarbeiten, Gesundheitssystem als öffentliche Daseinsvorsorge wiederherzustellen. Aber es gibt auch Kämpfe um bezahlbaren Wohnraum, die wir unterstützen. Und natürlich die Fridays for Future, die inzwischen auch immer mehr
sich für soziale Themen öffnen, die auch für eine öffentliche Daseinsvorsorge Gesundheit eintreten und die auch teilweise für ein bedingungsloses Grundeinkommen eintreten. Also diese jungen Leute haben in kurzer Zeit viel dazu gelernt. Damit mache ich erstmal Schluss. Herzlichen Dank, Dagmar, für deine interessanten Positionierungen. Ich würde gleich gern weiterleiten an Ute, damit du uns deine Vorstellung, deine Vision und auch deine Ideen bezüglich der Überwindung von Plakaten, was Schritte in Richtung sozialer Garantien bedeuten, rüberbringen kannst. Bitte schön. Ja. Okay, inzwischen bin ich bei euch angekommen. Ja. Und ich bin auch froh, dass ich nach euch sprechen darf. Dann habt ihr bereits den globalen Blickwinkel abgearbeitet und vorgestellt und in den Raum unseres gemeinsamen Nachdenkens gebracht. Denn für mich ist es leichter zu denken, erstmal für unser Land oder auch unsere Regierung mir Gedanken zu machen, wie unsere Ideen umzusetzen sind. Deswegen werfe ich jetzt mal den Blick aus feministischer Perspektive auf die Frage, wie kann das Geschlechterverhältnis sich eigentlich in Zukunft in eine Richtung entwickeln, die wir als gleichberechtigt und mit der gleichen Power und den gleichen sozialen Grundversorgung bezeichnen können? Was kann dazu beitragen? Und ihr wisst natürlich, ich vertrete hier auch den Standpunkt des bedingungslosen Grundeinkommens, weil das für mich eben auch aus der Geschlechterperspektive eine wichtige Vision ist. Und jetzt komme ich aber aus der feministischen Forschung oder der Geschlechterforschung und weiß sehr wohl, dass in den 70er und 80er Jahren und auch schon in den 1920er Jahren natürlich die Forderung nach Emanzipation ist erst dann erreicht, wenn auch wir Frauen an den Bereichen von Macht und Geld teilhaben. In der DDR ist es ja nochmal anders gefüllt worden, diese Vorstellung der Emanzipation. In die Zukunft gerichtet, kann das also nicht bedeuten, wir lassen uns abspeisen, wie die Kritiker und Kritikerinnen sagen, mit einem billigen, einer Herdprämie, wie es dann abfällig genannt wird, sondern da muss man jetzt schon ein bisschen mehr in die Tiefe greifen oder sich ein paar Überlegungen machen, ob es wirklich eine gute Idee ist, ein Grundeinkommen zu fordern, wenn man die Geschlechtergerechtigkeit im Sinn hat. Also ich würde auch festhalten daran, dass es um Einfluss und Einkommen geht. Aber für mich geht es immer auch um ein sinnerfülltes Leben. Also Sinn und Einkommen sowie Einfluss und Macht würde ich gern mal in meine Vision packen, als Pfeiler, auf die ich zusteuern möchte. Und wir wissen aus der Geschlechterforschung und der frauenpolitischen Diskussion, dass eine übliche Forderung ist, dass Frauen gleichermaßen an politischen und beruflichen Positionen Einzug erhalten sollten, weil das die Orte von Macht und Geld sind. So, dann kann man auch gar nicht drum herum. Und wir wissen aber auch, dass trotz kleiner Veränderungen im Geschlechterverhältnis und auch in unserem Selbstbewusstsein, unseren Bildungsabschlüssen und so weiter, also wir haben ja jetzt eine höhere Frauenquote unter den Abiturientinnen zum Beispiel und gute Abschlüsse in Hochschulen und so weiter. Also daran scheitert ja alles gar nicht, sondern die Geschlechterdifferenz macht sich mit der Familiengründung bemerkbar. Nach wie vor ist es so, als hätte sich irgendwie 150 Jahre nichts geändert. Und nun gibt es ja als typische Forderung die Idee, naja, wir müssen eben Männer dazu zwingen, so zu leben, wie die Frauen das schon seit Jahrtausenden tun, nämlich sich um Care-Aufgaben mitzukümmern. Und erst bei einer Gleichverteilung dieser zusätzlichen oder grundlegenden, so hat es ja Renate auch sehr gut gesagt, grundlegenden Aufgaben, wenn die erledigt sind von beiden Geschlechtern gleichermaßen oder auch diversen anderen Geschlechtern, erst dann können wir davon ausgehen, dass auch die übrigen Dinge wie Einfluss und Macht sich gleicher verteilen. Das wäre ja so der klassisch immer feministische Standpunkt. Und ich frage mich aber immer, also schon seit irgendwie, wie muss ich jetzt rechnen, fast 40 Jahren, warum sich daran so wenig ändert, wenn wir doch das wissen, dass es daran scheitert. Und ich halte diese Position inzwischen nicht mehr für besonders tragfähig. Also ich würde das mal Gleichheit im Zwang nennen. Eine Gleichheit, so zu sein, heißt für uns ja auch wie die Männer. Also einen Fulltime-Job zu machen, daneben eben Kinderküche, Kirche noch auf die Kette zu kriegen,
das ist für mich gar keine positive Vision, sondern meine Vision lautet Gleichheit in Freiheit. Und zwar einer Freiheit, die uns den Raum und die Bedingungen lässt, unser Leben so zu gestalten, dass wir diese Sinnerfüllung auch spüren können, wo immer die liegt. Und die ist ja nicht zufällig da, dass wir sagen, natürlich wollen wir uns im Beruf bewähren. Wir haben wunderbare Qualifikationen erreicht. Warum sollten wir die brach liegen lassen? Natürlich wollen wir uns um Kinder kümmern, wenn wir welche haben. Warum sollten wir sie sonst in die Welt setzen? Und natürlich liegt uns unser Gemeinwesen am Herzen. Und viele von uns sind ehrenamtlich zusätzlich engagiert. Also diese ganzen Dinge sind ja wertvoll und wichtig und sind sinnstiftend in ihrer grundlegenden Bedeutung, die sie haben. Aber warum wollen wir uns den Zwang auferlegen, uns selber vorzuschreiben, dass die Geschlechter gleichermaßen all diese Bereiche irgendwie oder meinetwegen nur den Erwerbsbereich okkupieren müssen? Ich sehe uns schon wieder sinkende Schiffe erobern. Also wenn die Männer irgendwann mal keinen Bock mehr haben, mal lochen zu gehen, ich drück's jetzt mal so aus, dann sind wir Frauen endlich an Bord und müssen die ganze Arbeit machen und die Männer legen sich auf eine faule Haut und sagen, naja, ihr wollt es ja unbedingt haben, ja, Michael freut das. Nee, aber ich meine das gar nicht so witzig, sondern wir sollten wirklich gut überlegen, worin wir denn eigentlich Emanzipation, woran wir die erkennen. So, und was kann jetzt, also wenn das bisher sich nicht so viel verändert hat und ich diese Idee der Gleichheit im Zwang nicht besonders witzig finde, warum stehe ich dann für ein Grundeinkommen ein? Was erwarte ich davon? Ein Grundeinkommen in meinem Sinne gibt uns doch erstmal Geld und Zeit, weil wir nicht mehr auf Biegen und Brechen malochen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, sondern eine Grundsicherung da ist. Das lässt einen erstmal innehalten, Luft holen und genau zu überlegen, wo will ich denn mit meinem Leben hin, mit meiner Lebenszeit? Wo finde ich persönlich meinen Sinn? Das ist ja individuell durchaus unterschiedlich, auch wenn das in diesen drei großen Bereichen irgendwie sein wird. Aber wann, mit wie viel Umfang, zu welchen Lebenszeiten man das tun will, das entscheidet jede und jeder für sich erstmal im Rahmen der kulturell anerkannten Möglichkeiten. Und das Grundeinkommen steht für mich genau dafür, dass wir diesen Raum schaffen und das Fundament, auf dem wir stehen können, um uns selber zu entscheiden, was wir tun. Eine Verhandlungsposition, die gestärkt ist durch die Existenzsicherung, durch ein Grundeinkommen. Verhandlung gegenüber dem Partner, der Partnerin im privaten Bereich. Verhandlungsmacht gegenüber betrieblichen Chefs, Umständen, sonst was, Rahmenbedingungen. Und auch Gestaltungsmacht im zivilgesellschaftlichen Bereich. Zeit für Demokratie. Das sind für mich soziale Garantien, die ich wertvoll und grundlegend finde. Einen Gedanken möchte ich gern noch loswerden. Mich beschäftigt seit Wochen diese Corona-Gegner oder wie man das nennen will. Also ich sehe darin in diesen Protesten ein wichtiges Signal, eine Störung im demokratischen Empfinden, will ich es mal vorsichtig formulieren. Und auch da frage ich mich, wie man das interpretieren muss, ob wir da nicht schleunigst für Krisensituationen wie Corona, wo plötzlich Einkommen ausfallen von verschiedensten Bevölkerungsgruppen, die selber betroffen sind oder Sorge haben, dass sie betroffen sind von mangelnder Zukunftsperspektive, was ihre finanzielle Existenzsicherung angeht, ob wir da nicht schleunigst eine Existenzgrundlage einziehen müssen, weil ich fürchte wirklich um unsere demokratischen Fundamente an der Stelle, wo aus lauter Sorge so ein überschießende Energie plötzlich da ist, und unser gesamtes System in Frage stellt. Ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen auf ein Nebengleis, aber ich bin da im Moment so besorgt drüber, weil ich den Eindruck habe, dass wir daran erkennen können, wie wichtig die Grundsicherung, das Vertrauen darauf, dass wir in diesem Land existieren können, wirklich also ganz basal als Existenzsicherung gedacht, wie wichtig das ist, auch für den sozialen Frieden. Und damit will ich es jetzt erstmal belassen. Herzlichen Dank, Ute, für deine Positionierung.
die auch stark auf das Thema Demokratie abstellen. Nun habe ich jetzt die Möglichkeit, euch 10 Minuten etwa miteinander diskutieren zu lassen. Das heißt, Renana, du kannst intervenieren, Fragen stellen an die 4 Anwesenden. Ihr anderen 4 Anwesenden könnt diskutieren, natürlich auch die Personen, die dann noch Kurzinterventionen bringen. Also ihr könnt jetzt aufeinander eingehen, Unterschiede feststellen, vielleicht auch Dissense vielleicht festmachen. Das ist jetzt eure Chance, die 10 Minuten das miteinander zu diskutieren, was bisher an Positionen und an Statements gekommen ist. Ich gebe jetzt einfach den Ring frei und schauen wir mal, wie das läuft. Ansonsten würde ich mich auch mit Fragen einbringen. Bitte schön. Michael? Dach zusammen erstmal. Auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr banal klingt. Ich habe der Renana sehr interessiert zugehört. Ich bin der englischen Sprache auch wirklich gut mächtig. Aber es gab immer ein Wort, das habe ich nicht verstanden. Sie hat das Wort Scheme benutzt. Da bräuchte ich mal eine klare Übersetzung, was das bedeuten soll, weil das kam auch so häufig vor in dem Vortrag und ich habe nachgegoogelt. Ich bin mir völlig unsicher, was das jetzt bedeuten soll. Es würde mir sehr helfen, die Worte, die sie gesagt hat, etwas besser zu verstehen. Kann man, ich kann sie auch auf Englisch auch ansprechen, aber vielleicht kann der Übersetzer ein bisschen helfen. Can I answer that question? Yes, please. A scheme in the social guarantee space, the government has something they call schemes. They decide that there is some... Ja, scheme heißt so viel wie ein Regierungsprogramm, ein bestimmtes Sozialprogramm in diesem Fall. Sorry. So they decide that, I'll just leave this for a minute. So they decide that a certain issue needs to be addressed. And then they will put some money aside from that. They will describe what needs to be done and they will put the conditionalities. Let me give you an example. There is a maternity benefit scheme. So they say that poor women, when they are working, they cannot get maternity benefit. So when they are pregnant, when they deliver, they don't get any help. So what they do, what the scheme says is that anybody who is below the poverty line and who has had the first and second pregnancy, she will get a certain amount of money when the child is delivered so she can look after the child and not have to work. However, many of the schemes have many conditionalities. So this particular scheme has the conditionality that that she has to get her tetanus shot, she has to get certificates from the nurse and so on. So the scheme is has a benefit, has some money, and has conditionalities attached. I hope that made it clearer. Michael ist angekommen. For me is everything fine, thank you. Okay. Ja, bitte. Niemand? Dann habe ich eine Frage. Ja, Moment, ich hatte mich gemeldet. Ich habe das im Chat geschrieben, aber das sieht noch niemand. Okay, kann dann ich bitte. Ganz kurz? Ja. Ja? Also zunächst mal an Renana das Feedback, dass wir hatten letzte Woche noch ein Online-Seminar mit einem Aktivisten für Basic Income aus Namibia. Und der hat genau die gleichen Erfahrungen gemacht in dem Pilotprojekt zum Basic Income, wie du sie geschildert hast.
Okay. Ich habe eine zuspitzende Frage an alle in der Runde. Wenn soziale Garantien unabhängig vom Verhalten der Menschen den Menschen die Existenz sicher und gesellschaftliche Teilhabe sichern soll, was auch demokratische Teilhabe meint, ohne Angst vor Armut, ohne Angst vor Nöten, ohne Angst vor materiellen Erpressungen, ist das nicht eine radikale Kampfansage an die bestehenden Machtverhältnisse? Und wenn das so ist, ist das dann durchsetzbar? Dagmar? Ja, ich denke, das ist ja gerade der springende Punkt, weshalb uns auch so viel dagegen gebracht wird. Warum wirklich vehement gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen gestritten wird von anderen Seiten. Und ich glaube, Ute, du hast das auf den Punkt gebracht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist der Schlüssel für Emanzipation. Denn wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, dann entscheide ich, wie ich mein Leben gestalten will. Aber wir können auch als Gesellschaft beraten, wie wollen wir leben. Und das ist da das, was am Grundeinkommen meiner Meinung nach die Mächtigen am meisten fürchten. Renate? Ja, ich glaube, dass ich habe vorhin gesagt, dass die Menschen, das sagte auch Renana in ihrem Beitrag, dass die Menschen in Indien, ich denke, das ist grundsätzlich der Fall sein wird, einfach selbstbewusster und kreativer werden. Ja, die sind einfach nicht mehr gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und zwar zu jedem Preis. Und darin könnte ich mir vorstellen, dass auch genau darin vielleicht ein Stück der Angst der Gegner liegen könnte. Einfach die Kontrolle zu verlieren, nicht mehr darüber die Menschen zu haben, die einfach die Menschen nicht mehr zu zwingen. Okay, meine Bitte wäre, auch Chat zu nutzen. Ah, ich sehe Hinrich, bitte. Ach, ich hatte mich auch gemeldet. Ja, ich wollte einfach nur einen Beitrag vorziehen, weil ich muss mich ja jetzt nicht sklavisch an die Zeit halten. Erstmal begrüße ich euch alle und danke für die Einladung. Ich wollte nur sagen, ich habe mich soweit vorbereitet, dass ich für mich auch nach 30 mehr Jahren Existenzgelddiskussion bei der BAG prekäre Lebenslagen und mit verschiedenen politischen Gruppen auch klar ist, dass wir den Machtaspekt schon berücksichtigt haben, als wir so ein Modell erstellt haben, aber immer weiter berücksichtigen müssen. Und ich gebe euch allen recht in der Einschätzung, dass wir die Machtverhältnisse wirklich radikal in Frage stellen müssen. Aber manchmal beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, wir sagen, mit Existenzgeld oder bedingungslosem Grundeinkommen haben wir die Möglichkeit, freier zu agieren, Unabhängigkeit, unabhängig von Geschlechterzugehörigkeit und so weiter, was da alles an Speicherungslinien ist. Aber dieses muss natürlich in einem gesellschaftlichen Kampf erkämpft werden. Und da stehen uns, wie ich schon einige gesagt haben, natürlich die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft entgegen. Und natürlich ist zum Beispiel, um das mal so auszudrücken, das Kapital in Anführungsstrichen natürlich auch Teil der Gesellschaft. Aber es steht natürlich denjenigen Leuten, die für ein Grundeinkommen kämpfen oder für ein Existenzgeld, erstmal entgegen. Und wir müssen sehen, dass das wirklich gesellschaftliche Kämpfe sind und dass es nicht nur bei Seminaren und Diskussionen bleibt. Und damit schließe ich. Okay, danke. Ich habe jetzt Wortmeldung von Dagmar und danach von Ute. Nee, ich hatte schon gesprochen. Also ich bin ja ganz gerne mal konservativ an der Stelle, weil ich das gerne kleiner denke. Ich mag auch nicht erst auf die Weltrevolution warten, um sie dann in einem Land umzusetzen, um mal so ein altes Bonmot zu verwenden. Und nehmt es meinetwegen als Provokation, aber ich glaube gar nicht, dass wir so starke Interessengegensätze haben, wie es manchmal scheint. Und meine Strategie, ich hatte mich ja vorhin gedrückt vor den anderen Fragen, habt ihr vielleicht gemerkt, ich glaube nämlich, dass es Effekte des Grundeinkommens gibt, die allen Seiten zugutekommen. Also ich denke das gar nicht zu harmonistisch, aber wenn man mal guckt, wie sich die Kapital- oder Produktionsverhältnisse verändert haben in den letzten 150 Jahren, dann war ja leider das Kapital, wenn ihr es so nennen wollt, immer sehr klug.
und hat ja sehr schnell verstanden, wie sie die menschliche Arbeitskraft doch noch besser nutzen können. Also ich erinnere mal an so Studien vom Taylorismus zum Fordismus, vom Fordismus zur Human Relations Bewegung. Das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen. Das ist auch erstritten worden, aber sehr schnell aufgenommen worden, weil natürlich die Produktionsverhältnisse oder sagen wir mal die Produktionsbedingungen besser werden, wenn die Menschen bereit sind, aus eigenen Motiven sinnstiftende Tätigkeiten zu haben. Ja, ich komme da jetzt nochmal drauf zurück, auf meinen Bogen, weswegen ich ja auch überzeugt bin davon, dass mit einem Grundeinkommen die Produktivität eher zunehmen wird als abnehmen. Und meine Bündnisse würden auch nicht nur bei den Gewerkschaften liegen. Das finde ich auch immer also wichtig. Die Gewerkschaften denken ja manchmal, sie seien dann nicht mehr so richtig nötig. Ich weiß nicht, Renate, welche Debatten du kennst, aber hat mich schon mit diversen DGB und IG Metallern unterhalten dürfen, sondern auch die andere Seite ist ja klug genug zu verstehen, was sie davon haben, wenn die Menschen dem nachgehen können, wo es sie auch hinzieht. Ich denke jetzt auch nicht in so eine selbstständige Gesellschaft hinein, aber die Unternehmensstrukturen haben sich ja geändert. Wir sind ja immer weniger unterwegs in Großbetrieben mit den alten Hierarchien und den Klassengegensätzen, die noch physisch, also sichtbarer waren als heute, sondern wir haben ja viel kleinteiligere Strukturen. Wir haben immer noch familiengeführte Betriebe, die das Gros des Bruttoinlandsprodukts herstellen. Und deswegen scheue ich mich immer davor, das sehr stark, Ronald, so gegensätzlich zu diskutieren. Und ich glaube nämlich, dass wir auf verschiedenen Fronten Bündnispartner finden, von denen wir jetzt nicht unbedingt oder die das selber noch nicht verstanden haben. Ich habe ja neulich mal mit einem FDP-Bundestagsabgeordneten diskutiert und versucht, ihm klarzumachen, dass eigentlich die FDP zum Beispiel die originäre Partei des Grundeinkommens sein müsste. Das sage ich der SPD aber ja auch immer. Michael weiß das ja. Und deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht findet ihr das jetzt so harmonistisch, die Position, aber ich sehe diese ganz krassen Gegensätze gar nicht. Okay, danke dir, Ute. Ich habe eine zuspitzende Frage noch an Renana und dann würde ich Klaus bitten um seine Kurzintervention und danach dann Michael. Liebe Renana, du hast jetzt gehört, dass wir jetzt hier so aus europäischer, deutscher Perspektive auch viel die Frage Grundeinkommen, Machtverhältnisse, gutes Leben, kreative Zeitverwendung, sinnerfülltes Leben diskutieren. Wenn ich deinen Vortrag richtig noch im Kopf habe, ist bei euch eher im Vordergrund die Debatte, es geht um bitterste Not, um bitterste Armut von Menschen und die mit einem Grundeinkommen zum Beispiel eben gelindert oder abgeschafft werden soll. Siehst du das als Widerspruch? Frage 1 und Frage 2, gibt es bei euch auch diese Debatten, wie soziale Garantien die Verhältnisse in Indien demokratisieren können, wie die Menschen mehr aufatmen können und freier leben können? Gibt es auch diese Debatte im Zusammenhang mit sozialen Garantien, wie zum Beispiel Grundeinkommen? Yes, I thank you for raising both those points. In India, you know, you're right. The difference, the opposition to basic income is coming from the left. And the main opposition to basic income right now is that what the left feels and what the people who are opposing basic income feel is that the present schemes, the present way that government is providing social guarantees will get compromised and will close down. And they want to cling on, they want to hold on to those ways, and they don't want to bring in a new way of doing things. And this is something very interesting that the left has, that left believes in, which is that we must provide not cash, but food, employment, and look after people in that way. But we find that this provision of food and employment leads to too many
corruptions, too much siphoning. And we believe that maybe this was true 50 years ago, where the cash economy was weak in many places. But in India now, the cash economy is much stronger. We also believe that cash gives a choice. If you give people 5 kilograms of wheat, that person may or may not want those 5 kilograms of wheat. But since it's coming in a subsidized price, he or she takes them. Sometimes they just sell them. But if you have cash in your hands, you can make the choice. Do you want this wheat? Do you want rice? Do you want some other food? Do you want vegetables? Or do you want to spend it on education? So I think cash transfers really gives, or basic income really gives a choice. The other opposition, of course, comes because of the money. The government and the people who control capital do not want to spend large amounts of money that would be needed for a basic income. So they would rather spend the money. First of all, they don't want to tax the rich. There is no tax on wealth, for example. There's no tax on any kind of earnings from the market. There's no tax on when somebody dies and the assets are inheritance. There's no inheritance tax. So taxing the rich, other than income tax, there are no taxes. Business taxes are very low. So India does not want to raise taxes because of the rich people are not keen for that to happen. So that is a very big issue that is there. And what we saw and what I do believe, and I think we all believe, is that when people have the choice by having money in their hands, they do get free. We found it can be quite emancipatory. It can emancipate people. In India, as I said, there is a lot of poverty. What we saw was actually bonded labor got emancipated. Women who were forced to go to rich people's homes and clean their homes and cook for them for free or for a very small amount did not have to do it anymore. The families which had to stay on the farm and provide free labor in exchange just for food did not have to do it anymore. So we saw actual choice. We saw actual freedom coming in. And I think, you know, the desperation that we saw during the lockdown, that desperation will not happen if people had a basic income. Okay, herzlichen Dank, Renana, für die Klarstellung auch mal, dass das bei euch doch schon in verschiedenen Wegen gedacht wird, aus verschiedenen Positionen heraus. Ich würde nun Klaus Seitz bitten um seine Kurzintervention und danach Michael Liebedack vom Netzwerk Grundeinkommen. Klaus, bitte. Ja, ihr hört mich, ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Klaus Seitz, ich arbeite bei Brot für die Welt, der evangelischen Entwicklungsorganisation, die sich nicht nur für die Überwindung von Armut und Hunger in der Welt einsetzt, sondern auch für die Stärkung des Rechts auf soziale Sicherheit, dieses Menschenrecht. Und mir ist es ganz wichtig, den Blick insgesamt auf das Recht auf soziale Sicherheit zu lenken und es nicht zu begrenzen auf ein spezifisches Instrument wie das bedingungslose Grundeinkommen, über das wir gesprochen haben, das nur ein Element der Verwirklichung sozialer Sicherheit ist, dessen gesellschaftsveränderte Funktion meines Erachtens sich vor allem daraus ergibt, wie die gesellschaftliche Umverteilungswirkung letztendlich ist und nicht so eine Frage nur des Instrumentes wäre. Aber ich denke, die Beiträge, die wir gehört haben, sie haben deutlich gemacht, was in den verschiedenen jeweiligen Staaten bei uns oder in Indien geschehen muss, um dieses Recht auf soziale Sicherheit zu verwirklichen und allen Menschen eine Chance auf ein gutes Leben, ein Leben in Würde, Freiheit und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Aber wir wissen ja auch, dass für mehr als 70% der Weltbevölkerung derzeit dieses Recht noch nicht verwirklicht ist. Die Mehrzahl der Menschen verfügt über keine angemessene Absicherung gegenüber existenziellen Krisen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder altersbedingten Beschränkungen. Ich möchte daher nochmal den Blick
auf die globale Dimension lenkt, nämlich auf die internationale Verantwortung. Nicht nur auf die Frage, welche Verantwortung bei den jeweiligen nationalen Regierungen, bei den Staaten liegt, sondern auch bei der internationalen Staatengemeinschaft, um diesen unhaltbaren Zustand endlich zu überwinden. Denn im Recht auf soziale Sicherheit, das als Menschenrecht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Artikel 22 schon festgeschrieben ist, ist ausdrücklich nicht nur von der Verantwortung der einzelnen Staaten, sondern von der Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit die Rede. Und ganz in diesem Sinne ist es, glaube ich, auch der Vorschlag zu verstehen, den das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, vor wenigen Wochen gestartet hat, indem sie dazu aufgerufen haben, zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie weltweit ein gemeinsames internationales Programm für ein temporäres Grundeinkommen aufzulegen. Dieser interessante Vorschlag sieht vor, für die Dauer eines halben Jahres einen Pauschalbetrag von rund $5,50, das wären etwa 4,60 € pro Tag, für arme und vulnerable Bevölkerungsgruppen in 132 ärmeren Ländern bereitzustellen. Und dieses Grundeinkommen soll es dann rund 2,7 Milliarden Menschen ermöglichen, 6 Monate lang die wichtigsten Grundbedürfnisse in der Zeit des Lockdowns und der Ausgangssperren befriedigen zu können. Und ich denke, das ist ganz, ganz besonders wichtig in Ländern, wie wir es jetzt gerade auch aus Indien gehört haben, in denen die Mehrzahl der Menschen im informellen Sektor arbeitet, wenn die Zugänge zu den lokalen Märkten beschränkt sind und sie keine Dienstleistungen mehr verkaufen können, dann leben insbesondere diese Menschen in existenzieller Not durch diese Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie. Deshalb ist dieser Vorstoß des UNDP auch sehr zu begrüßen, weil er ausdrücklich auch die wohlhabenden Länder in die Pflicht nimmt, die ärmeren Länder bei der Gewährleistung sozialer Grundrechte zu unterstützen. Aber ich denke, man muss noch einen großen Schritt darüber hinausgehen. Ein Vorschlag wie der von UNDP, vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der sollte eben nicht nur auf Corona-Zeiten beschränkt sein. Schon lange steht die Forderung im Raum, dass ein Global Social Protection Fund aufgebaut werden sollte, auf der internationalen, globalen Ebene. Er soll die ärmeren Staaten dabei unterstützen, soziale Sicherungssysteme für alle aufzubauen. Weltweit gesehen müsste nach verschiedenen Berechnungen, vor allem auch der Internationalen Arbeitsorganisation, gerade einmal 2% des globalen Bruttoinlandsprodukts aufgewendet werden, um die in Armut lebenden Menschen weltweit mit einem Mindestpaket sozialer Leistungen und sozialer Dienste ausstatten zu können. Auch für die Mehrzahl der Entwicklungsländer in der Welt wäre ein System sozialer Grundsicherung finanzierbar mit ihren jetzigen finanziellen Mitteln, wenn sie entsprechend umverteilen würden. Für die Unterstützung der wenigen Staaten, die es durchaus gibt, die sich dies in der Tat nicht leisten können, wäre eine entsprechende Aufbaufinanzierung für einen, im Rahmen eines solchen Global Fund for Social Protection gedacht. Brot für die Welt ist Mitglied einer großen globalen Coalition for Social Protection Floors, die sich schon lange für dieses Modell eines Global Fund for Social Protection stark macht. Und diese weltweite Stärkung sozialer Sicherung ist nicht nur ein Gebot der internationalen Solidarität unseres Erachtens, sondern auch eine Voraussetzung für die Erfüllung der Ziele für eine global nachhaltige Entwicklung. Und nicht zuletzt, und das sollte man nicht vergessen, leisten nationale und internationale Solidarsysteme auch einen Beitrag zum Abbau der sozialen Ungleichheit. Denn die Kluft zwischen Reich und Arm, sie vertieft sich im nationalen wie im internationalen Rahmen. Und sie ist das größte Hindernis auf dem Weg zu einer solidarischen und nachhaltigen Weltgesellschaft. Wir können und müssen sie überbrücken, wenn das Ziel einer Welt ohne Hunger und Armut wirklich Wirklichkeit werden soll. Danke. Danke dir, Klaus, für die wichtige globale Sicht. Ich bitte Michael um seine kurze Intervention. Ja, wenn wir gerade die globale Sicht gehört haben, dann kann ich ja mal gleich den Ball nach Deutschland spielen, um mal eine nationale Sicht aufzunehmen. Dazu springe ich, bevor ich jetzt anfange, sage ich erstmal, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin also Netzwerkrat im Netzwerk Grundeinkommen seit vorletztem Jahr und nebenher bin ich auch noch Lokalpolitiker in einer kleinen roten Splitterpartei, die SPD.
und bin also auch realpolitisch unterwegs und bekomme da auch eine Menge mit. Und insofern möchte ich dann eben auch den Ball gerne in die Realität spielen. Und dazu gehe ich erstmal über den Teich nach Indien. Dort gab es mal einen Herrn Gandhi und der hat ein sehr bemerkenswertes Zitat gesagt. Ich lese es mal ganz kurz ab. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und wenn ich das auf das bedingungslose Grundeinkommen beziehen soll, dann finde ich, wir sind gerade in der Phase 3. Sie bekämpfen uns. Sie lachen nicht mehr und ignorieren tun sie uns schon lange nicht mehr. Sie bekämpfen uns. Das sieht man an reflexartigen Äußerungen, als zum Beispiel vor wenigen Tagen in Deutschland das Pilotprojekt Grundeinkommen gestartet wurde, haben zwei Politiker meiner Partei nichts Besseres zu tun gehabt, gleich zu sagen, das können wir nicht einführen und wir sind dagegen. Unionspolitiker äußern sich erst gar nicht und FDP und andere auch nicht. Von denen erwartet man das ja auch scheinbar gar nicht. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die so ganz unbemerkt in die Realität eingepflegt wurden. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ihr habt bestimmt schon mal von dem Projekt Kindergrundsicherung gehört. Da verstecken sich mehrere Parteien, da sind auch Gewerkschaften drin, in einem Projekt und arbeiten seit Jahren am Thema Kindergrundsicherung. Das ist eigentlich nichts anderes als ein BGE für Kinder. Und es haben etliche im Programm und es kann durchaus sein, dass in der nächsten Legislaturperiode das eingeführt wird. Ich hatte was zu Gandhi gesagt, sie bekämpfen uns schon, sie lachen nicht mehr. Sie nehmen die Dinge mit auf und auch das, was die Große Koalition jetzt mit Mühe durchgesetzt hat, so eine Art Grundrente für ältere Menschen mit allen Haken und Ösen, die da dran sind, ist für mich ein Beleg, dass auch hier die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, es wird anerkannt, dass es da was gibt und man versucht es irgendwie zu bekämpfen, um es vielleicht so abzuwehren. Ich bin da sehr hoffnungsvoll. Wir machen im Netzwerk Grundeinkommen seit mehr als 15 Jahren Aufklärung. Ronald weiß das besser als jeder andere, denn er hat es mitgegründet. Und wir werden nicht müde, das zu tun. Und wir starten am 25. September eine europäische Bürgerinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da sind 20 Länder in der EU, in denen dieses Thema ein Jahr lang mit Unterschriften sammeln, befeuert wird. Und von mir aus würde ich gerne das Signal geben, Leute, wir sind auf einem guten Weg. Die Öffentlichkeit kennt das Thema, sie wissen, dass es das gibt und wir dürfen nicht müde werden, es weiter jeden Tag auf allen Kanälen, die wir kennen, zu befeuern, zu diskutieren, an den Leuten bleiben. Und mit diesen Worten will ich dann für heute schließen. Danke. Danke, Michael, für den kämpferischen Appell. Jetzt wird es dringend Zeit, dass unsere Zusehenden und Zuhörenden zu Wort kommen. Werner, ich bitte dich, was gibt es für Kommentare, was gibt es für Fragen? Ja, ihr hört mich, ne? Okay. Es gibt einige Fragen von wenigen Leuten, ich versuche, die so ein bisschen nach dem, was ihr gesagt habt, zuzuordnen. Die eine erste Frage ist, wer zahlt denn nun eigentlich wem ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und damit zusammenhängend ist das ein Projekt, das die eine Regierung einführt und die andere wieder abschaffen kann. Also wo ist die Stabilität, die Gewissheit, dass ein Grundeinkommen ein dauerhaftes Projekt ist? Da bin ich nicht ganz sicher, wer für diese Frage sich anbietet. Die zweite Frage, bestärkt ein Grundeinkommen nicht letztlich im Kern kapitalistische Logik und Eigentum, eben weil es eine Geldzahlung ist? Das scheint mir eine Frage zu sein, die der Forscherin naheliegen müsste, wenn ich mir den Vorschlag erlauben darf. Die dritte Frage, geht ein Grundeinkommen überhaupt mit geschlossenen Grenzen? Würde es nicht Privilegien festschreiben? Geht es nicht letztlich nur mit offenen Grenzen? Und was entstehen dann für Probleme? Das scheint mir eine Frage an Dagmar zu sein. Und dann der Kommentar, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist sicher gut für eine Transformation,
für eine Veränderung in der Gesellschaft. Aber der Eindruck des Zuhörenden, Zuschauenden war, ihr habt es euch hier ein bisschen zu einfach gemacht, die Widersprüche sind größer, ist das nicht viel zu kompliziert, um als realpolitisches Projekt zu taugen? Werner, ich danke für die vier Fragen. Ich wiederhole es mal kurz. Grundeinkommen als dauerhaftes Projekt, kannst die eine Regierung aufbauen, die andere anschaffen. Steht es nicht in der kapitalistischen Logik, weil es ein Geld ist, zu sagen, geht ein Grundeinkommen eigentlich denn mit geschlossenen Grenzen überhaupt oder müssen die Grenzen geöffnet werden? Wie ist die Frage da zu beantworten? Und ist Grundeinkommen nicht eigentlich nur ein Transformationsschritt und müsste man nicht weiterdenken? Wer möchte auf diese Fragen antworten? Michael sehe ich. Bitte. Ich würde zunächst gerne nur die erste Frage beantworten. Ich glaube, da sind andere Leute für die anderen besser qualifiziert als ich. Diese Frage, die dort kam, habe ich eigentlich in so einem Video für Einsteiger genau als erstes beantwortet. Wer bezahlt denn das überhaupt? Das sind wir alle. Wir alle als Staat, als auch Steuerzahler, zahlen uns allen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist fertig. Da ist nichts weiter dran zu diskutieren. Da gibt es keinen, das fällt nicht vom Himmel. Sondern wir alle müssen das so organisieren, dass wir uns das auszahlen können. Und um den zweiten Teil der Frage gleich mit zu beantworten, wir sind auch vom Netzwerk, wir sind uns sehr, sehr sicher, wir müssen das Grundeinkommen in das Grundgesetz verankern, damit eben nicht jede beliebige Regierung das wieder rausoperieren kann. Wir wissen, zu einer Grundgesetzänderung braucht man 2/3 Mehrheit. Wenn es dann mal wirklich soweit ist, dass es da reinkommt, dann bin ich auch sicher, dass es dann so schnell nicht wieder rauskommt. Anderen Fragen bitte an die Kollegen. Ja, jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen gefragt. Bitte kurze Antworten, das wäre gut. Wer möchte? Jetzt habe ich 3 Wortmeldungen. Ich fange von Marcel an. Mit Ute an, Renate und dann Hinrich, bitte. Ja, ich sollte ja was sagen zu der kapitalistischen Logik. Also ihr müsst ja, oder wir müssen schon unterscheiden zwischen Geld und Kapital. Denn Geld als Zirkulationsmittel schadet erstmal nicht, dass es eine Verrechnungseinheit und die Frage ist da nach wie vor die der Verteilung und der Verfügungsmacht über Vermehrungsmöglichkeiten. Ne? Wir wissen alle, wie das mit dem Kapitalismus funktioniert. Der viel hat, der kriegt viel dazu. Also ist für mich nach wie vor notwendig ein starker Staat, der es schafft, die ökonomische Logik zu zügeln oder zu zähmen oder meinetwegen auch sehr stark zu beschneiden. Das sind ja dann Fragen, die Politik und die Mehrheitsverhältnisse am Ende entscheiden müssen. Ne? Aber das stört mich jetzt erstmal nicht, dass das Cash ist. Das haben wir ja aus Indien jetzt auch gerade gehört, was das ermöglicht, wenn wir Zahlungsmittel als Ermächtigung sozusagen von Handlungsentscheidungen an die Bevölkerung geben, an die Bürgerinnen und Bürger. Das wäre jetzt dazu meine Antwort. Renate, bitte. Ja, ich würde gerne was zu dem vierten Kommentar sagen wollen. Diesen Transformationsschritt, natürlich braucht es einen kompletten Paradigmenwechsel. Ich glaube auch nicht, dass wir es uns tatsächlich zu einfach machen. Es ist natürlich jetzt hier in dieser begrenzten Zeit auch nicht alles wieder darzulegen. Wir haben über 10 Jahre daran gearbeitet, allumfassend. Also es gibt hervorragende Konzepte zum BGE und mit der Finanzierbarkeit. Das ist einfach, würde ich gerne mal ins Gedächtnis rufen, viele Menschen, das ist ihnen gar nicht bewusst. Es gibt so eine Studie, die hat 2009 ein britisches Wirtschaftswissenschaftler haben die aufgestellt von der NEF. Die haben festgestellt oder gesagt, einfach herausgefunden, dass ein Reinigungskraft im Krankenhaus oder ein Müllmann wesentlich mehr zur Gesellschaft beitragen als ein Banker in der Londoner City. Jetzt ist allerdings ist es sehr, sehr traurig, dass Geld, was ich mit meiner Arbeit verdiene, mit 30-40% etc. besteuert wird und Geld, was ich mit Geld verdiene, nur mit 3% oder also entsprechend weniger. Natürlich muss die Finanzierung über die Steuerlast, was auch der Michael schon gesagt hat, finanziert werden. Das sind wir alle gefordert und gefragt. Und da muss es eine Grenze geben, wo die Steuerlast sich einfach verändert, dass das tatsächlich finanzierbar ist. Und es ist auch kein Gießkannenprinzip, was man so hört, und es ist tatsächlich finanzierbar. Es gibt gute Modelle. Danke, Renate. Michael?
Entschuldigung, Herr Hinrich, sorry. Ja, ich wollte nur zu zwei Sachen Stellung nehmen, also Bezahlung mit Geld und Transformation. Also ganz kurz, Bezahlung mit Geld. Wir haben wirklich bei Erwerbslosen in der Beratung, ich kann nicht sagen, dass es schlimmer ist als in anderen Ländern, aber in Indien ist es sicher auch anders schlimmer. Aber wir haben mit Leuten zu tun, die in absoluter Armut sind und die zur Beratung kommen und sagen, mir fehlen 50 Euro für das Kind, mir fehlt das und das und mir fehlt das und das, gerade in Corona. Und wir wissen, dass wir in einer bestimmten Realität auch politisch arbeiten. Manche nennen das Realpolitik, nennen das als Politik, dass wir dort auch natürlich sagen, okay, das Geld muss da sein. Zum Beispiel bei Hartz IV, auch wenn da steht im Gesetz, du kriegst 432 Euro, dann kann auch nicht 431 gezahlt werden. Und ich glaube, das auf jeden Fall, ich habe mich verrechnet. Das ist Stufe 1, Stufe 2 ist natürlich, dass mehr gezahlt werden muss. Und da arbeiten wir natürlich mit Geld, aber es hat immer so ein anrüchiges, ich sag mal so ein, dass Leute das anrichtig finden, weil wir natürlich wissen, wie das Finanzkapital mit Geld umgeht. Es geht darum, den Lebensunterhalt zu gewährleisten. Da arbeiten wir natürlich damit. Das ist das eine zum Geld und da müssen wir auch quasi realpolitische Forderungen stellen. Das andere ist natürlich auch durch andere Dinge, muss durch andere Dinge beeinflusst werden. Das muss diskutiert werden, aber wir diskutieren jetzt erstmal nur sozusagen den Kram Grundeinkommen und da wäre es mir schon ganz lieb, wenn ich auch innerhalb der ja, sich selbst als links bezeichneten Gruppen, wenn da mehr Einheit wäre und nicht ständig das Tick-Tack, das Grundeinkommen frei wäre für alle und auch die Transformationsschritte, die mit dem Grundeinkommen gegangen werden können und müssen und sollen, dass die auch berücksichtigt werden, auch im Senat, aber auch in Gewerkschaften, die auch dagegen kommen. Ich hatte mich vor einiger Zeit auch gemeldet. Ihr Lieben, die Regie drängt auf Ende. Okay. Das Publikum, weil der Zeit ist überschritten. Das Publikum drängt auf eine Antwort auf das Ding mit den offenen Fragen und hält das Grundeinkommen für ein sehr eurozentrisches Projekt. Deswegen, ja, ich wollte ja was darauf antworten, wenn ich darf. Ja, Sie im Chat. Ja, also zu den... Ja, ich habe ja bereits in meinem Beitrag erklärt, wie wichtig ich das finde, dass wir global denken und dass wir für ein universelles Grundeinkommen eintreten. Also ich denke mal, wir könnten doch alle nicht glücklich sein, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der es unterschiedliche Teilhabemöglichkeiten gibt. Das gibt es nicht. Und es ist ein Skandal, dass Europa die Festung dicht macht und die Menschen ertrinken lässt. Also da müssen wir auch, wir sehen, wir haben viele Baustellen. Wir können nicht nur uns auf das Grundeinkommen kaprizieren. Wir müssen auf viele andere Dinge gucken und vor allen Dingen immer daran denken, dass wir global in einem Dorf leben und dass wir es hier den Menschen nicht zuerkennen. Das werden sie sich nehmen. Es ist ganz einfach. Und wir sind alle eine Welt und wir haben keine zweite, da müssen wir auch dran denken. Und ich denke auch, dass hier manches harmonischer klingt, als es ist. Ich sehe mich auch im Widerspruch zu Michael, da müssen wir auch nochmal diskutieren, weil ich bin der Meinung, dass die für die Finanzierung eines Grundeinkommens auch eine Umverteilung, also hier bei uns, von reich zu arm passieren muss. Und weltweit auch, dieser Finanzausgleich, was Klaus Seitz auch ansprach, finde ich eine super Idee. Also wir müssen dranbleiben, wir haben noch viel zu diskutieren. Es wird noch spannend werden. Herzlichen Dank, Dagmar. Ich denke, es ist in den vielen Positionen auch deutlich geworden, dass es natürlich beim Grundeinkommen, analog auch bei der Bürgerversicherung oder analog bei dem Thema Infrastrukturen für Menschen, eben definitiv nicht um einen eurozentrischen Blick oder Sichtweise handelt. Denn das sind globale Themen, wie wir es ja auch von Renana gehört haben, wie wir es auch von Klaus Seitz gehört haben. Also im Gegenteil, das ist eher ein global verbindendes Thema, das Thema soziale Garantien. Und ich hoffe, dass in unseren verschiedenen Beiträgen, die unterschiedlichen Herangehensweisen deutlich geworden sind.
Ich danke allen recht herzlich für eure Teilnahme, insbesondere natürlich Renana für den weiten Weg hier nach Deutschland per Internet. Und ich hoffe, dass wir weiter gemeinsam in Diskussion bleiben und vor allen Dingen kämpferisch und optimistisch im Sinne, dass globale soziale Garantien für alle Menschen verwirklicht werden. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, herzlichen Dank an alle Zuhörenden, herzlichen Dank an alle Mitsehenden. Thank you.